Hallo und willkommen, ihr edlen Valkyren, ihr Cowboys, Gunslingers, Verteidiger des Schattens, Hüter der Zeit und Zerstörer durch das Feuer der Gerechtigkeit. Und willkommen zu unserer neuesten Ausgabe von Eternal. Na? Das Spiel nicht so ganz. Let's see. Ah, da ist es. Sache ist auch der jetzt auch. Wie ihr seht, die Truhe wackelt und ich habe einen Haufen Loot gesammelt. Seit dem letzten Mal, das muss ich jetzt mal sagen, bin ich glaube, über 20 Drops nach oben gegangen. Und davon sind allein 5 besser als Holz. Es wird ein krasser Stream. Also er beginnt schon mal echt heftig. Und ich bin echt gespannt, was ich so alles kriege. Das wird mega viel. Ich habe mir überlegt, weil das ja so viel wird, werde ich zumindest das Gold mitrechnen. Das will ich sehen. So, dann fangen wir mal an. Kiste ein! Ah, jawohl. Eine seltene Karte. Spiel. Wenn du mit 2 oder mehr Erkundern angreifst, ziehe Richtungsangabe aus deiner Leere. Nicht schlecht, wenn man irgendwas hat, was ausgelöst wird, wenn man Zauber spielt. Fortfahren. Das kann jetzt eine Weile dauern. Ein Booster Pack! Das ist schon mal super geil. Ah, deine Einheiten erhalten Killer. Du spielst eine Masse an Einheiten aus, am besten diese ganzen Empower-Einheiten, die mega stark werden. Dann Killer. Tot, 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 tot. Boah, das ist so evil, das ist so evil. Okay, fortfahren. Oh mein Gott. Ah! Die Ratten. Na gut. Aber. Haha. Edle Ratten. Wenn schon Ratten, dann edel. Mich deucht, ich kann hier nur Karten bekommen. Aber gut. Inspirieren von dir gezogene Einheiten halten Aegis. Bis zum Ende deines Zuges erhältst du Aegis. Aegis. Inspirieren, ich muss mal irgendwann ein cooles Inspirieren-Kartenzieh-Deck spielen. Also da gibt es bestimmt auch richtig coole Sachen. Ich finde hier bisher keine Mechanik langweilig. Also es gibt bei Magic immer Mechanik, wo ich denke, na, noch ein Booster-Pack! Geil, schon 2! Und ich glaube, das ist nicht die aktuellste Edition, oder? Nein, das ist ja... Ich weiß gar nicht, ob das der Fall von Argenport ist oder ob das Verrat ist. Also Verrat ist die aktuellste, aber... Ich meine, das war jetzt der Fall von Argenport oder Dunkle Omen? Derry Catane. Reisklauenreiterin. Schwören, ultimativ, überwältigen, 204. Was kann die eigentlich alles? Erhöht die Kosten eines Zaubers oder eines Ortes in der Hand des gegnerischen Spielers um 1. Ultimativ, bezahle 3 und Derry hält plus 4. Oh. Es ist ein 4-4er. Überwältigen. Überwältigen zu verleihen. Und überwältigen zu verleihen, wenn du 2 oder mehr Zauber in deiner Leere hast. Wie übel. Dann ist das 4-4 überwältigen Erkunder-Dinosaurier. Ach du. Boah, es gibt schon echt üble Karten. Machen wir weiter. Das wird so lustig. Yay! Und noch ein Yeti! Cool! Yeti
Fellschleuderer. Bezahle 6, um einen anderen. Um eine andere Einheit und eine 2-2 Flughörnchen zu. Oh, das ist ja so übel. Kommt der für 9 und der Gegner mit seiner ultimativen Einheit. 2-2er Flughörnchen. Wird es natürlich, wenn die ultimative Einheit durch eine Waffe so geil ist, weil Waffen werden dadurch nicht. Aha! Das ist der leere Truhe. Das war die erste. Beziehungskapitel abgeschlossen. Uhu. Oh, 2! Geil, der Elfenmystiker ist richtig gut. Das gibt's ja einmal für Gelb und also einmal für Zeit und einmal für Gerechtigkeit. Diese Leute, die sagen, dass sie nur bis zum Ende der Runde verdoppelt werden. Aber das ist trotzdem schon richtig cool, wenn du denen irgendwelche Waffen oder so gibst. Das ist so mega gut. Oder wenn du die in Kriegsschrei Decks spielst. Oh, du hältst in diesem Zug Macht entsprechend der doppelten Kosten des Zaubers oder der Waffen. Wuhu! Wortwahn. Das kommt in der zeitlichen Reihenfolge so rein, wie es rein. Oh, cool. Wieder edel. Ah. In luxuriös. Ich find's auch cool, dass sie hier so einen toten Oni haben. Oder eigentlich eher so einen toten. Nee, wenn man es richtig scannt, Oni ist es ein. Ganzlinger, wie heißen die? Revolverheld heißen die auf Deutsch. Genau, Revolverheld. Ah. Oh, das ist Dunkle Omen, oder? Das andere war der Untergang von Argenport. Jawohl. Oder ist das die Straße der Dämmerung? Oh, ich habe diese Namen der verschiedenen Editionen noch nicht so drauf. Ich bin ja so spät erst eingestiegen. Rangkapitel. Nice. Also, ja, das ist nett. Ah, 4 Booster Packs schon von Verrat. Das bin ich, habe ich mir sehr sicher. Ah, und noch eine edle Karte. Die ist cool. Begraben, du erhältst in diesem Zug plus 5 Macht. Ich meine, ist natürlich blöd, wenn es im Zug deines Gegners stirbt. Hm? Aber es ist natürlich cool, wenn du dann so mit hinterhältigen Karten spielst. Fortfahren, da kommt noch einiges. Der Unersättliche angreift, gibt er den restlichen, gibt deine restlichen Macht aus, um ihm so viel, und das behält er. Immer wenn er angreift, frisst er deine restliche Macht und erhält genauso viel dazu. Das heißt, wenn du ihn Runde 3 ausspielst und dann mit ihm angreifst, oh mein Gott, er ist richtig gut für das Deck mit diesen ganzen grünen Karten. Ich weiß nicht, ob es da auch gelbe Karten gibt, die sagen, dass wenn du nur mit einer Kreatur angreifst, diese Kreatur Boni bekommt. Und wenn du ihn dann irgendwie überwältigen gibst, und jedes Mal, er greift an, Runde 4 kriegt er, was weiß ich, kriegt er nicht so, er, Runde 5, ja, greift an, und wenn du mit Gelb spielst, kannst du ja auch die ganzen Machtkarten spielen, die dir mehr Macht dazu geben. Also ich meine, dann wird er immer stärker und immer stärker, du musst ihm halt, muss ihn halt irgendwie mit Aegis schützen, damit er nicht getötet werden kann. Und du müsstest ihm halt irgendwie mehr Macht zuschanzen an. Boah, noch ein Booster Pack. Ach, wie gut ist das denn? Danke, dass du Teil von Twitch bist. Noch ein Booster Pack! Und noch ein Booster Pack! Wow, wie viele Booster Packs ich jetzt allein kriege. Verwandle alle Karten in deiner Hand in 3-3 Himmelsschlangen mit Fliegen. Wenn man auf das Deck spielt, was... Ich meine, 3-3 ist nicht schlecht für 2 Mana. Fliegen, ne? Ist natürlich auch riskant. Dann müsste man halt... Na gut, man könnte natürlich Folgendes machen. Man spielt davon 2. Und wenn man am Ende des Spiels... Man spielt auf einen Haufen fliegende Kreaturen. Klar. Man spielt alle Karten, die irgendwie Boni geben, die fliegende haben. Dann gibt es auch diesen einen, der sagt, der ist 2-4 und sagt plus 1 für jede fliegende Kreatur. Dann gibt es die Schlange selber, die sagt, jedes Mal, wenn du eine fliegende Kreatur spielst, kriegst du 1-1. Und dann sammelst du dir ein paar Länder an, weil so viel brauchst du ja gar nicht. Und dann spielst du ihn.
Wenn du nur noch, wenn du so vier Länder auf der Hand hast. Bam! Also ich meine, das ist ja super gut. Das kann man schon richtig gut nutzen, gerade auch wenn man andere Karten hat, die man in der Situation vielleicht gar nicht braucht. Also ich finde den nicht schlecht. Ist jetzt halt nicht super gut, klar. Aber ist halt auch nicht schlecht. Oh, ein Booster-Pack! Alter, Scheiße. Oh mein Gott, das wird gleich so ein richtiges Drop-Gewing. Oh mein Gott. Kohlendieb. Ah, Grenadinen. Deine anderen Grenadinen haben plus einen Angriff. Begraben, mische eine Feuerbombe in das gegnerische Deck. Ha! Bestimmung, fügt dir selbst 5 Schaden so wie gut! Boah, ist der gut! So ein Grenadinen-Opferdeck ist schon richtig, richtig übel. Ich meine, ihn willst du nicht unbedingt wegopfern, aber der Gegner will ihn auch nicht unbedingt töten. ja, die mag ich. Und vor allen Dingen ist sie wieder in Edel. Luxuriös, wie heißt das hier? Elite Premium. Premium heißt das hier. So. Aber die finde ich ja richtig gut. Ja, die kommen nicht. Die kommen halt nicht erschöpft rein. Und wenn du eine gewisse Anzahl Einfluss hast, dann geben sie dir auch noch einen Bonus. Einziger Nachteil ist, dass sie halt auch von den Raussucherkarten nicht gezogen werden, weil sie halt kein Standard macht. Oh, das ist Argenport, ne? Das andere ist Straße der Dämmerung und Dunkle Omen. Was gibt es denn? Es gibt meines Erachtens der leere Thron, Straße der Dämmerungen, der Untergang von Argenport. Dunkler Thron, Straße der Dämmerung, Untergang von Argenport. Achso. Düstere Zeichen. Und Verrat. Also müsste 5 Editionen geben. Und ich kriege hier einen Haufen Booster-Packs. Boah, und so viel Premium-Karten. Für jeden Gegner. Füge jedem Gegner einen Schaden zu spähen. Das ist nett. Ah, der ist toll. Wüstenmarschall. Hinterhalt, Beschwörung. Du kannst eine andere Einheit zum Schweigen bringen. Der ist so toll. Es ist 2-1 Hinterhalt. Dann ging er so, ahaha, und du, nö. Hinterhalt finde ich super. Ja, das ist ein nettes Deck. Wuhu, nochmal 2 davon. Also, diese Edition habe ich bald vollständig. Davon habe ich schon so viele Booster-Packs bekommen. Jetzt auch wieder schon allein 6 mindestens. Oh, füge jeden Gegner 2 Schaden zu oder füge einem Gegner 2 Schaden zu oder füge 2 Gegnern 1 Schaden zu. Das ist natürlich auch cool, weil das rot-blau ist und das kann man richtig cool in dem Deck spielen, wo du eh Zauberschaden plus spielst. Mit den ganzen Relikten und mit den ganzen Kreaturen, die das machen. Du wurdest in Rangspiel in Bronze 2 Platz. Du wurdest in Ziehung in Bronze platziert. Das war's? Jetzt bin ich durch? Aber wir sind noch nicht durch. Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Oh Gott, ein Haufen. Gewinne 5 Versus-Kämpfe mit einem Urtümlich-Deck. Ah ja. Spiele 40 Gerechtigkeit oder Schattenkarten in einem Versus-Kampf aus. Spiele 10 Einheiten der Stärke 5 oder mehr aus. Also, das passt ja gut zusammen, das nicht. Aha. Erhalte 25 Zeiteinfluss in Versus-Kämpfen. Also, werde ich wahrscheinlich ein urtümliches Zeitdeck spielen. Oh, 15 Booster-Packs! Ich habe gerade 15 Booster-Packs bekommen! Ja. Genau, 6 im Verrat. Der Niedergang Argenports habe ich 1. Straße der Dämmerung 2. Ha, Omen der Vergangenheit 3. Und der leere Thron. Okay, fangen wir mal mit dem leeren Thron an. Ah! Da, gerade habe ich noch davon gesprochen. Wilde Wolkenschlange. Wenn du eine andere Einheit mit Fliegen ausspielst, erhält die wilde Wolkenschlange +1/+1. Das ist so gut. Ultimativ bezahle 4, um den Grenzwächter +1 Angriff und Fliegen zu verleihen.
Okay, naja, finde ich jetzt nicht so gut. Du erhältst zwei Rüstungen. Kann umsonst ausgespielt werden, wenn du bereits zwei oder mehr erhalten hast. Aha. Rüstungsschmieden. Ist nett. Nicht super, aber ist nett. Oh. Füge jeder gegnerischen Einheit einen Schaden zu und betäube sie. Ah, vor allen Dingen die andere Karte, die zwei Schaden gemacht hat. Die kann man ja auch auf den gegnerischen Helden spielen. Ist ja noch besser für das Deck, wo man Zauberschaden plus spielt. Oh mein Gott. Ah, das habe ich schon. Oh. Erschöpft. Du erhältst einen Zeiteinfluss. Verwandlung bei 5 Einfluss. Ein 5-5 verwandelt sich in einen 5-5 Nashawk mit Überwältigen. Ah, der ist auch nicht schlecht. Ah ja, ein 4-1 Magmahund mit Ansturm. Ja, ja, es gibt diese Monumente, die sich dann jeweils in bestimmte Sachen verwandeln können. Ja, ja. Spiele eine Einheit aus der Leere aus, die eins oder weniger kostet. Der ist gut. Der ist sehr, sehr gut. Für einen Massenkreaturdeck ist der super wichtig. Gegnerische. Ach ja, der gegnerische Spieler muss. Ah, ja, ja, ja. Plus eins für jeden Einflusstypen, den du hast. Also maximal ja 5. Also ist der für 3 Mana 5, 5. Und der ist ein Fremder. Das heißt, in einem fremden Deck mit vielen Fremden ist der halt mega krass. Das wird auch das 150-Karten-Deck sein, was ich anstrebe. Nicht schlecht, nicht schlecht. Ja, gut, gut. Gut, gut. Dann machen wir weiter mit Um der Vergangenheit. Guck mal, was wir da so bekommen. Na. Aha, ein vertausche Angriff und Lebenspunkte einer Einheit. Ja, nicht schlecht. Negiere einen gegnerischen Zauber, der 4 oder mehr kostet. Oder töte einen gegnerischen. Eine angreifende gegnerische Einheit mit 4 oder mehr Angriff. Wenn du Lebenskraft. Wenn du Leben erhalten hast, spiele am Ende dieses Zuges einen 1-1 Elvish. Oh, das ist clever. Ha. Rache, Revolverheld, Minotaure. Wenn aurische Einzelkämpferin angreift, erhält sie plus einen Angriff. Ah, das ist sie für 2 Mana 2-1 und hat Rache. Also wenn sie stirbt, kommt sie wieder unter die ersten 10 Karten und so weiter. Kriegt Bestimmung und wird sofort automatisch ausgespielt. Ist gar nicht schlecht. Ich weiß nicht, ob sie das geändert haben oder ob das schon... Lebenskraft. Ich würde ja auch mal gerne ein Lebenskraft-Deck spielen. Aber gerade wenn das auf Strahlende und Irrwische fungiert, ist das ja gar nicht so schlecht. Wenn du Lebenspunkte erhältst, bekommt Umbrin Düster plus 1 und Fliegen. Und das ist ja dann jedes Mal. Das heißt, sie ist dann. Das heißt, dein Gegner bringt sie zum Schweigen. Kein Problem. Sie kriegt plus 1. Ah nein. Dein Gegner negiert ihr Fliegen. Nein, das funktioniert auch nicht. Aber ist egal, sie kriegt jedes Mal Fliegen und einen Angriff dazu. Spiele eine plus 1 Waffe auf ein anderer deiner Einheiten. Das ist ziemlich klug. Ja, das einzige Problem ist mit Gelb, weil Gelb passt da nicht so rein. Spiele 3 Sumpfflug mit Fliegend aus. Finde ich jetzt nicht so gut. Rolands Wahl, verleihe einer Einheit plus 3 einer gegnerischen. Oder gegnerische Einheiten erhalten minus 1. Das ist ja beides dauerhaft. Lebensraub, Mentor, gib einem Studenten Lebensraub. Ah, das ist auch nicht schlecht. Ah! Deine Karten mit Überwältigen kosten eins weniger. Wenn du eine Karte mit Überwältigen ausspielst, erhältst du 3 Leben. Hirtenhorn. Nicht schlecht. Lebenskraft. Spiele einen rastlosen Strahlenden mit Angriff und Lebenspunkte entsprechend der Lebenskraft der Lebenspunkte, die du diesen Zug erhalten hast.
Aha. Das heißt, das spielt man dann ganz zum Schluss. Nett. Nicht nett. Gucken wir doch mal, was hier der Straße der Dämmerung rauskommt. Ach, nett. Ja, uralte Kugel. Heißt die auch auf Englisch uralte Kugel? Das macht doch gar keinen Sinn. Überwältigen. Spielst du einen weiteren Dinosaurier, erhältst du einen Lebenspunkt. Nett, nett. Der verfluchte Spieler hat minus 1 Macht. Das ist Quatsch. Bin ich viel zu teuer für das, was es macht. Monduhr, Beschwörung, Dämmerung. Einmal pro Zug kannst du 5 bezahlen, um eine Karte zu ziehen. Ist aber in einem gelben Deck gar nicht so schlecht. Boah, ein gelb-blaues Deck auf Karten ziehen. Boah, das wäre so übel. Mit der Karte. Ja, da ist 5 gar nicht so teuer. Ne. Und in einem Deck, wenn du da genug Kartenzieher spielst, kannst du auch locker 100 Karten spielen. Für den gegnerischen Spieler 4 Schaden zu. Die Nacht endet. Ha. Er ist schon allein deswegen nicht schlecht, weil jetzt 4 Schaden macht und diesen Zauberschaden plus Deck auf deinen Gegner nochmal 4 Schaden zu schleudern, ist schon gut. Aber wenn es auch noch seine Nacht beendet, ist natürlich richtig gut. Kann natürlich auch ein Nachteil sein, ne? Würde natürlich auch deine Nacht beenden, obwohl man könnte das natürlich auch gezielt ausnutzen. Gereizter Grenadin. Der gegnerische Spieler wirft eine Karte seiner Wahl aus seiner Hand ab. Das ist cool. Dieses Discard-Deck möchte ich ja sowieso auch mal spielen. Werfendeck. Ich komme gar nicht mehr aus dem Staunen raus, weil ich so viele neue tolle Karten kriege. Wenn eine Einheit mit 2 oder mehr Kampffähigkeiten... Ah, ja, genau, Angriff. Was macht denn diese Doppelkarte? Tieflandwaldläufer. Beschwörung. Tieflandwaldläufer hat plus 2 plus für jede deiner Einheiten mit 2 oder mehr Kampffähigkeiten. Die in Kombination. Die Unsichtbaren. Da gibt's doch auch diesen einen, der zufällige Kampffähigkeiten kriegt. Naja, gucken wir mal, was jetzt passiert. Niedergang. Arge. Strahlender. Leeren gebunden. Ah, er kann nicht mehr aus der Leere rausgeholt werden. Das muss man natürlich wissen. Ultimativ. Bezahle 3 und wirf eine Karte ab, um eine andere Karte aus der Leere zu ziehen. Spiele einen 1-1 Irrwisch aus. Das ist natürlich auch richtig cool. Verwandle, wenn du einen Strahlenden ausspielst, einschließlich Bewahrer der Dualitäten. Spiele eine 1-1 Irrwisch aus, bezahle 2 und erschöpfe den Bewahrer der Dualitäten, um einen deiner Irrwische plus 2 zu verleihen. Nett. Nett. Das ist cool, dann könnte man einen Haufen Irrwische erzeugen, immer wieder mal. Und du kannst die Irrwische dann halt wegopfern für irgendwelche Effekte, was natürlich auch cool ist. Klar. Erschaffe und ziehe 2 7-7 Sandwürmer. Für 3 kriegst du 2 Karten, die 5 kosten. Naja. Nicht schlecht, aber auch nicht super. Naja, einer deiner Einheiten plus 3 Angriff, solange. Wuhu! Yeah! Eine legendäre Karte. Boah! Sylhand der Kabal. Krass, okay. Unblockbar Treue schwören. Trifft Syl den gegnerischen Spieler, erhältst du für jede deiner Einheiten, die Schaden angerichtet haben, plus 1 Macht in diesem Zug. Oh Gott. Oh mein Gott. Oh Gott, ist die schlimm.
Also sie macht wenigstens ein Macht, aber wenn du mit mehr Karten durchgekommen bist, ist halt 5, 6, 7 Macht. Hui. Oh. Ja, kennen wir alles schon. Ah, Ermächtigung plus 2 ein Kampfschrei in diesem Zug. Oh cool. Beschwörung, ziehe ein Schattensiegel aus deinem Deck. Sie kann nicht blocken, aber dafür ist sie dann 4-3 mit Kampfschrei. Nicht schlecht. Ja. Noch ein Rattenkäfig. Ich glaube, das ist jetzt mein vierter Rattenkäfig. Endlich. Endlich! Ja, und dann mehr Relikte. Das sind Reliktwaffen natürlich auch nicht schlecht, aber die ist nicht gut. Da gibt's bessere. Oh, Blutfeder. Einmal pro Zug kannst du 2 bezahlen, um die untere Karte, deines Decks abzuwerfen, um eine deiner Einheiten Lebensraub in diesem Zug zu verleihen. Beschwörung, wirf die unteren beiden Karten deines Decks ab. Naja, das ist so semi-gut. Das wäre eine okaye Reliktwaffe, aber die kommt halt sehr, sehr spät. Fliegen, Treue schwören. Bezahle 3, um kolossaler Pteriax plus 1 plus 1 zu geben. Das Coole ist halt, wenn du halt so viel, wenn du das in dem grünen, wenn du das in dem Zeit-Primal-Deck spielst, also gelb-blau, da hast du einen Haufen Kartenzieher, du hast einen Haufen Mana und dann hast du locker die 3 übrig. Locker. Also den kann man bestimmt 2-mal in dem Deck spielen. Entspannt. Ja, selbst wenn du es nur einmal pro Runde machen kannst, ist ja super. Wenn eine deiner Einheiten in deine Leere wandert, erhältst du in diesem Zug plus 1 Macht. Ah. Das ist nicht so schlecht, gerade bei Grenadinen, so wie sie da abgebildet sind. Die sind klein, die sterben. Ja, der ist toll. Das ist auch nicht schlecht, aber auch nicht super. Und des Kanzlers. Oh. Spiele eine Einheit aus deiner Leere aus, die in diesem Zug gestorben ist. Sie erhält Aegis. Also sie gilt Aegis. Wow, ich habe jetzt 23.000 Staub.